Moin und herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Outward-Abenteuers. Wir sind im Ennemerkerwald, genauer gesagt in der Stadt Burg, und ich stehe hier vor einem der Windaltäre, die es in diesem Spiel gibt. In jedem Kartenabschnitt gibt es einen, und der für den Ennemerkerwald steht eben hier in der Stadt Burg. Und den kann man aktivieren, das werden wir mal tun. Du spürst, wie ein seltsamer Windhauch dich durchfährt. Der Wind in der Region Enmerkar erkennt dich an und wird deinen Befehlen gehorchen. Wir müssen alle vier Altäre aktivieren. Habe ich noch nicht gemacht. Ich kann euch also nicht sagen, worauf das jetzt genau hinausläuft, aber wir werden das auf jeden Fall tun. So, dann kriege ich die Anzeige, dass ich Hunger habe. Vielleicht doch mal irgendwas. Ja, nee, das ist ja schon ein bisschen abgelaufen, wenn wir das mal essen. So. Ich habe gelootet hier in der Stadt, bin also rumgelaufen und habe auch jetzt den neuen Rucksack auf, den ich also in der letzten Folge ja gekauft hatte. In der Stadt sind jo, allerhand Loothaufen, die habe ich eigentlich so alle soweit abgegrast. Jetzt gehen wir mal das Zeugs verkaufen und uns mal ein paar Aufgaben von den Händlern abholen. Die können wir zwar jetzt nicht alle auf Schlag erledigen, aber da kommt ja dann, wenn wir dann weiter in die nächsten Kartenabschnitte kommen und so, dann haben wir ja dafür die Gelegenheit. Gehen wir mal los, machen das Ganze mal zu Geld, damit wir schnellstmöglich an diese Bogenfähigkeit rankommen. So, würde ich sagen, grasen wir mal sämtliche Händler ab, die es hier so gibt. Fangen wir mal an dem einen Ende an und arbeiten uns durch. Da steht übrigens Rissa, mit der wir sprechen könnten, was wir aber jetzt noch nicht wollen. Oder wie ich sagte, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mit ihr reden will. Die Entscheidung steht ja noch aus. So, hier hinten in der Ecke, da haben wir einen Lehrmeister, Ogoi. Hallöchen. Hallöchen, lass uns mal reden. Hey, hör mal. Eigentlich wollte ich hier Beast-Golem-Bruchstücke sammeln. Das sind sehr nützliche Handwerkszutaten. Aber einer der Golems hat mein Knie verletzt. Ich würde dich gut bezahlen, wenn du mir ein paar Bruchstücke bringst. Jo, machen wir bei Hier ist der Gelegenheit. Plan. Alles klar. So. Und dann könnten wir bei ihr auch Sachen kaufen. Die hat also, ja, allerhand Interessantes. Dunkler Firnis, der das Element Fäulnis auf eine Nahkampfwaffe übertragen kann. Das ist natürlich nicht ganz uninteressant, kostet aber auch eine Stange Geld. Dann hat sie hier diverse Masken. Ja, dafür haben wir jetzt im Moment kein Geld. Den hatten wir ja in der letzten Episode verkauft. Ja, alles soweit Paletti. Achso, ich dachte, sie wäre Lehr. Hallöchen. Nee. Sie ist gar keine Lehrmeisterin. Ich dachte, sie wäre Lehrmeisterin. Okay. So. Düsen wir mal weiter. Die anderen Händler haben nämlich auch noch Aufgaben. Da kann ich vor allem meinen ganzen Krempelkram mal Wie kann ich verkaufen. dir helfen? Lass uns mal Hier reden. ist der Plan. Falls du jemals nach Monsun kommen solltest, könntest du dieses Kassenbuch in Lüders Gemischtwarenladen abliefern? Jo, machen wir. Sehr schön. Ja, darf es. Ich möchte was kaufen. Verkaufen. So. Ich habe hier. Verkaufen wir die, die nicht so gut ist. Die Harpune, die Heugabel habe ich eingesammelt. Dunkle Arbeitsrauben. Boah. Die würde ich dann aber eher zu Lappen verarbeiten wollen. Die auch. Händlerstiefel. Ja, da mache ich Lappen draus. Nur für die Puschen oder Sandalen, da gibt es 6 Tacken. Dann würde ich die verkaufen wollen. So. Nö,
Viel mehr Kram haben wir eigentlich nicht. Ich sehe aber gerade, wir könnten. Ah, ich habe keinen Mana-Stein. Okay, wir müssen also bei nächster Gelegenheit mal wieder einen Mana-Stein ergattern. Dann können wir nämlich Geisterfirnis herstellen mit Wein, Geisterauge und Mana-Stein. Und dann können wir diese lilanen Geister, die so in der Welt umhersausen, hier im Endmerkerwald, die kann man dann damit ganz gut angreifen. So, hat sie noch irgendwas von Belang? Nee, nicht wirklich. Nö. Gut, das war's. Das war ja dann gar nicht so viel. Ach so, doch, ich wollte aber mein Geld. Was habe ich denn an Geld? Moment. 166. Ja, dieses Rezept, das können wir mal lesen. Dann können wir uns einen Barren können wir uns schon mal kaufen. Wie kann ich dir helfen? Ja, gib du mal einen Barren her, bitte. Einen. Jawohl. Haben wir schon wieder weniger Gewicht in der Tasche. So. Dann fragen wir mal den Koch. Willst du was kaufen? Lass uns mal ich reden. Ich frage mich. Die Mantikore in dieser Gegend haben dieses Jahr fleißiger als sonst gebrütet. Gabriella und ihre Jäger können sie nicht mehr im Zaum halten. Ich brauche Folgendes. Wenn du dich stark genug fühlst, würde ich dir ein hübsches Sümmchen für den Schwanz eines Mantikors bezahlen. Aber leg dich nicht mit ihm an, wenn du nicht gewinnen kannst, ja? Jo, alles klar. So, nö, kaufen will ich bei dir jetzt erstmal nichts. Bis dann. Ja, sehr schön. Nächster. Zur Alchemistin. Wie kann ich dir helfen? Hier ist der Plan. Eine hiesige Zauberin verlangt nach immer mehr Kaltsteinen, um Eissiegel herzustellen. Es ist so anstrengend, jedes Mal, wenn sie vorbeikommt, Blausand von der Halbinsel zu besorgen. Kannst du mir einen Kaltstein herstellen, nur um die alte Vettel loszuwerden? Jo. Pass auf! Das war ja Blausand und Mana-Stein miteinander vermischt, ne? Dann produzieren wir Kaltstein. Das können wir bei Gelegenheit machen. Nö. Du hast Leb jetzt wohl, auch nichts Freund. Weiter. Ja, alles gut. Dann fragen wir mal beim Schmied, ob der noch irgendwas hat. Ich glaube aber nicht. Einmal gucken. Was bist du eigentlich hier? Was kann ich für dich tun? Hallo, ich bin gerade dabei, diesen Schmied zu unterrichten. Es ist schon gar nicht schlecht, aber mit meiner Hilfe wird er ein ganz großer seiner Zunft. Hör mal! Keine Sorgen wegen der Striche aus Licht. Das passiert, wenn du in der heiligen Mission den Rang des Jüngers erreichst. Damit kann ich der Verderbnis widerstehen und sie mit meinem eigenen Körper zerstören. Aha. Okay, was kann ich denn bei dir lernen? Für 50 Silber zeige ich dir eine Technik zur Streitkolbeninfusion. Sie macht einen gegnerischen Elementarangriff zunichte und erfüllt damit deinen eigenen Streitkolben. Du brauchst nicht einmal Mana dafür. Ja, das leisten wir uns einfach mal. Hör mal! Ich habe zwar keinen Streitkolben im Moment, aber man weiß ja nie. Die Erklärung ist ein wenig kompliziert. Mana ist stets im Fluss. Du musst deinen Zauber also sorgfältig... Ich frage mich... Okay, Keuleninfusion. Gucken wir uns mal an. So. Mal einmal gucken auf die... wo sind die? Nee. Da. Keuleninfusion. Benötigt einhändige Keule, blockt einen Elementarangriff ab und durchzieht deine Waffe mit diesem Element. Okay. Was man hat, das hat man, ne? So, fragen wir mal einen Schmied. Hallöchen. Achso, da können wir, ne? Wir können also hier... Brauchst du etwas? Wir können uns Dinge herstellen lassen, wenn wir genügend Kopal gesammelt haben. Das ist ja das, was an den Bäumen, diese Harzgeschichte, was an den Bäumen ist. Oder versteinertes Holz. Das finden wir auch hier im Endmerkerwald. Das sind so Sachen, die wir so sammeln werden. Eventuell werden wir uns davon Rüstungsteile bauen. Es kann aber auch sein, dass ich sage, wir verkaufen es, weil wir das Geld brauchen. Nee, das will ich alles gar nicht. Was Hallöchen. Hast du denn eigentlich noch im Sortiment? Ja, diesen hier. Aber 100 Ocken will ich jetzt dafür nicht ausgeben.
Denn es kann nämlich auch gut sein, dass wir einfach einen finden hier im Enmerkerwald. Hoppala. So, und bei ihm hier... Was kann ich für dich tun? Ne, da haben wir ja dieses hier und dieses hier freigeschaltet. Und das ist jetzt das nächste Ziel. 600. Was noch ein weiterer Weg ist. Also würde ich sagen, machen wir uns mal auf. Ich will nur mal einmal gucken. Genau, ich will auf jeden Fall mal einmal Lappen produzieren. So. Das Ding zerlegen wir. Das gibt reichlich Lappen. So, und dann könnten wir, machen wir einfach mal Verbände. So, sieht doch dann schon ganz gut aus. Hier haben wir noch gut Platz im Inventar. Ja. Das ist doch soweit ganz brauchbar. Wie sieht es eigentlich mit den Schnelltasten aus? Ja, den Bogen. Ich will mir das mal ein bisschen anders legen. Den Bogen will ich mir mal auf die 3 legen. Und also 1, 2, 3 ist dann der Bogen, 4 ist die Waffe. Ja, die Lappen auf 8, Feuersiegel auf 7, alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, tigern wir einfach mal ein bisschen durch den Enmerkerwald, sammeln ein, was wir können und gucken mal, wer uns so begegnet. Denn jetzt geht es darum, Geld zu machen. Das hat oberste Priorität gerade. So, einmal was trinken. Wie sieht es mit unserem Gewicht aus? Ja, das geht ja. Oh, ich habe 2 Schlafsäcke. Das ist albern. Dann würde ich einen hier rausschmeißen irgendwie. Den kann man nämlich nicht verkaufen. Und zerlegen kann man ihn auch nicht. Aber 2 Schlafsäcke brauchen wir jetzt nicht im Inventar. So. Ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Wollen wir mal gucken, was hier so passiert. Da drüben hinter der Brücke lungern auf jeden Fall schon mal 2 Gestalten rum. Mal gucken, ob wir die geknackt kriegen. Vielleicht können wir die einzeln irgendwie uns vornehmen. Das eine ist eine Eishexe. Aber vielleicht können wir ihn ja so ein bisschen anlocken da. Bleib mal stehen, Meister. Ich weiß gar nicht, ob mein Bogen so weit reicht. Ja, reicht. Na? Irgendwie hat er nicht gecheckt, wo wir sind, wie es aussieht. Ah, jetzt kommt er. Laufen! Ach, shit! Das war jetzt saublöde, ja. Alles klar, ich würde mal gerne die Waffe irgendwie umtauschen. So. Die ist auch langsam, die Waffe. Die ist richtig langsam. Ja, und ich bin aus der Puste. Muss erstmal so ein bisschen mich erholen hier. Ich laufe mal ein bisschen rum. Meine Ausdauer ist im Keller. So, komm. Zack. Gut. Ich hole mal erstmal wieder mein Täschchen hier. Und dann nehmen wir uns gleich nochmal die Eishexe vor. Das nehmen wir mal alles.
den Streitkolben. Den nehmen wir uns doch mal. Das Rundschild will ich nicht. Was sagt denn dieser Streitkolben? So, wir haben ja diese... Wie schnell ist denn der? Der hat eine Angriffsgeschwindigkeit von 1 und das ist 0,9. Dann würde ich den mal verwenden wollen, damit wir auch mal diese Fähigkeit da austesten können. Die muss ich mir dann aber auch irgendwie auf die Schnelltaste legen. Machen wir doch mal Fähigkeit. Wollen wir das doch mal ausprobieren. Erst nochmal die Eishexe ein bisschen mit dem Bogen anpieken und dann nehmen wir mal, machen wir das nochmal wieder so. Mal gucken. Mädchen. Na? Ja, komm. Noch ist sie ja weit genug weg. Das habe ich nicht getroffen, ne? Muss natürlich auch treffen können, ne? So, nun ist sie angefixt. Jetzt mal einmal... jetzt habe ich den... Das habe ich nicht auf die Schnelltaste gelegt. So. Okay. Wieso geht das nicht? Jetzt geht das. Na komm. Zack. Okay, sie hat mir zwar dieses Verlangsam-Zeugs da irgendwie draufgepackt, aber das stört uns ja jetzt nicht weiter. Wo ist der Ranzen? Da. So, jetzt wollen wir die doch mal plündern, die Lady. Vielleicht hat die ja Mana-Stein am Start. Das wäre natürlich nicht schlecht für uns. Ja, sehr gut. Und Kaltstein hat sie. Na wunderbar, dann brauchen wir die noch nicht mal machen. Das ist ja super, das passt ja. Sehr schön. Und da drüben an dem Baum ist Kopal. Das holen wir uns auch noch mal eben. Ja, ich werde mal so einen hier schlürfen. So. Alles gut. Ja, sehr gut. Also portioniert... Die Feinde, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. So, Spitzhacke haben wir ja am Start. Dann wollen wir doch mal Kopal abbauen. Und sehen, was wir noch so finden. Hier müsste noch einiges rumliegen. Die Trolle hat mich natürlich jetzt verlangsamt. Aber egal. So, hier sind alte Ruinen. Oh, da ist ein Riese. Oh, den können wir noch nicht knacken. Das schaffen wir noch nicht. Für den sind wir noch nicht... für den sind wir noch nicht bereit. Das gibt Haue, wenn wir uns mit dem anlegen. Können wir den irgendwie vielleicht... austricksen, indem wir... Aber da sind keine anderen Feinde gerade, ne? Weil wenn der erstmal gegen den anderen kämpft, dann wird er ja geschwächt. Und dann könnten wir uns vielleicht mit ihm mal ausprobieren. Aber so einfach so ist mir der, glaube ich, noch zu hart. Da ist der fliegende Händler. Na, komme ich an die Kiste, ohne dass der mir eins auf die Mütze geben will? Ja, geht. Dieser fliegende Händler, der ist immer mal überall auf dem Kartenabschnitt zu finden. Ich mache noch mal einen Bogen um den Riesen. Das ist mir noch zu heavy. Was kann ich für dich tun? Hast du eine Aufgabe? Nee, hast du nicht. Okay. Dann lass uns... Was kann ich für dich tun? ...doch mal gucken, was du so alles hast. Lauter tolle Sachen.
Aber wir können ja auf jeden Fall hier schon mal. Was haben wir denn? Ja, das können wir bei dir verkaufen. Das können wir verkaufen. So, das andere lassen wir alles noch. Okay. Jeder Groschen zählt. So, latschen wir einfach mal weiter. Den Riesen ignorieren wir gerade. Der ist mir noch zu stark. Gucken, dass wir noch ein bisschen Kopal finden. Das Rote da hinten, das ist ein Hirsch. Mit dem legen wir uns auch nicht an. Die greifen aber auch nicht einfach so an. Aber der ist uns noch zu stark. Dafür brauche ich definitiv einen anderen. Also man darf dem nicht zu nahe kommen. Aber wenn man, ich sage jetzt mal, einen großzügigen Bogen um den schlägt, dann geht das. Aber da brauchen wir einen anderen Bogen und da brauchen wir vor allem diese Bogenfähigkeit, die ich unbedingt haben will. Dann kann man den nämlich ausbluten lassen. Und das Geweih, was der hat, das ist nämlich nicht uninteressant. Das brauchen wir, um einen besseren Bogen zu craften. Aber dafür sind wir jetzt so noch nicht stark genug. So, hier mal einmal die Kiste plündern. Mitnehmen. Hier nochmal Salz. Was ist denn hier drinne? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wollen wir da rein? Ja. Gehen wir mal rein. Gucken wir mal, was wir so finden. Keine Ahnung, wo es hier lang geht. Da lungert irgendwas rum, was ich nicht weiß, was es ist. Ja, okay. Das war jetzt ja vielleicht nicht so schlau, was ich da gemacht habe. Na gut, jetzt nützt ja nichts. Nun müssen wir hier durch, ne? Oh oh, oh oh, oh oh, da ist so ein Beast-Golem-Viech. Wo bist du denn? Nee, ach du Schreck, das ist ein von wegen Beast Golem. Ja, Pustekuchen. Das ist. Oh, was ist das denn für ein Tier? Oh. Ja, okay. Keine Ahnung, wo wir jetzt rauskommen. Oh oh. Gebrochen und besiegt gehst du zu Boden, während um dich herum langsam alles schwarz wird, spürst du auf einmal, wie jemand über dir steht und dich verteidigt. Das ist diese Geschichte, wo wir da die, wir sind also draußen, ja, ja, wo dieser Typ uns, genau, hier, wo wir die Tränke kriegen und ja, da haben wir ja nochmal Schwein gehabt. Also das war zu optimistisch, was ich da gemacht habe. Schlicht und ergreifend zu optimistisch. So, den Trank werden wir uns dann auch gleich mal, beziehungsweise, nee, ich würde eigentlich erstmal schlafen wollen. Wir sind nämlich ganz schön angeditscht. So, pack das Ding hier hin. Und dann pennst du erstmal eine Runde. Vielleicht sollten wir aber nicht so dicht am Feuer pennen, ne? Ja, das ist genau, das ist ganz blöd. Machen wir es doch nochmal wieder. Bauen wir das mal woanders hin, das Teil. Hauen uns hier mal schlafen. Wo sind wir denn hier überhaupt rausgekommen? So. Gut. Hier nochmal. Schön. Zack. Bumm. So. Dann muss ich die Wache schieben. 40 Hinterhalt, aber das geht noch. So. Das machen wir jetzt erstmal. Dann gucken wir mal. Essen, trinken. Oh, was ist das denn? Oh. Ja, gut. Wir sehen uns gleich. Alles klar. So, nach einem mir nicht erklärlichen Grund ist nicht möglich, da an der Stelle zu schlafen. Ich habe es jetzt zweimal versucht. Jedes Mal ist mir das Spiel abgeschmiert. Und dann habe ich wieder im Verlies, also in diesem Baumstumpf da geladen und bin jetzt scheinbar in Burg gelandet. Nehmen wir das mal so mit.
Ja, wir sind hier im Gasthaus in Burg. Keine Ahnung, was da mit dem Spielstand, warum der irgendwie eine Macke hat. Gut, machen wir das so. Ist jetzt nicht ganz, was ich wollte, aber ja, lässt sich nicht ändern. Also irgendwie mag das Spiel diese Stelle da nicht. Gut, dann sind wir wieder voll hergestellt. Das ist natürlich ganz nett. Und dann geht's noch mal wieder los. Ich mir eigentlich mal den Streitkolben, kann ich eigentlich mal auf die Schnelltaste legen. Nehmen wir das mal auf die 6. Gegenstand Streitkolben. Gut. Okay. Ja, dann noch mal wieder los. Tschüss. Gucken, ob der Riese immer noch da ist. Aber gut, den Baumstumpf, da war ich, oder in dem hohlen Baum, da war ich ein bisschen optimistisch. Das heben wir uns wohl noch auf für später. Da auf der Insel, da sind auf jeden Fall noch Sachen, die ich mir noch angucken wollte. Ich glaube, da ist auch noch eine Eisenerzmine. Quatsch, nicht eine Mine, aber ein größeres Vorkommen. Hier können wir auch noch mal Rauchwurz aufnehmen. Na, ist der Riese noch da? Ja. Der lungert da noch rum. Dann gehen wir schön geschmeidig außen rum. Oh, hier ist Fisch. Auch mitnehmen. Vielleicht kriegen wir Blausand. Oder Seetang, auch nicht schlecht. Ach nee, Blausand kriegen wir ja nur in dem anderen Kartenabschnitt. Was ja so, nee. Alles klar, dann werden wir hier kein Blausand finden. Aber vielleicht ein paar alte Schuhe, das ist ja auch ganz nützlich. So, hier nochmal ruff. Also nicht in den hohlen Baumstumpf, der Baum, da gehen wir jetzt nicht rein. Aber da oben auf dem Hügel, da ist auf jeden Fall noch mal eine Erzader. Und ich habe jetzt durch diese mehreren Unterbrechungen irgendwie jegliches Gefühl für die Aufnahmezeit verloren. Also ja, müssen wir mal gucken, welche Länge dann diese Episode hier bekommt. Na, Kieskäfer? Nein. Aber da war irgendwie ein Feind. Was war denn das für ein Feind? Ach, eine olle Krabbe. Ja. Irgendwie muss ich ja mal ein bisschen. Wird schon nix, ne? Ich habe doch lauter Tränkekram in Bezug auf Blitz. Ja, hier, das werde ich mal nehmen. Dann werde ich mir mal, was packe ich denn da drauf? Habe ich einen Eislappen? Habe ich nicht. Ja, mache ich nämlich einen Feuerlappen. Knall mir hier irgendwie ein Essen rein. Trink was. Na, diese Tränke hier, die will ich jetzt noch nicht so wirklich. Nee. Nee. Nee, wir versuchen das jetzt einfach mal. Wo ist sie denn? Hä? Die war doch eben hier. Jetzt habe ich mir lauter Zeugs reingeballert. Wo ist die Krabbe? Oh nee, ne? Jetzt komme ich da nicht wieder hoch. Da ist sie.
Ja, gar nicht zu Wort kommen lassen. Zack. Jo, super. Sehr schön. Her damit. Den ganzen Krempelkram. So. Jetzt muss ich nur wieder darauf. Komme ich da hier hoch? Ne, lass mich darauf. Ich will an meinen Rucksack. Los, hopp. Ja. Sehr schön. Da ist so ein Hirsch. Den lassen wir aber. Weil den brauchen wir mit der Nahkampfwaffe sowieso nichts irgendwie antun wollen. Das führt zu gar nichts. Das führt nur dazu, dass wir irgendwie sterben. Das wird nichts. So. Nun haben wir natürlich bald Nacht. Hier nochmal ein bisschen was einsammeln. Und dann würde ich sagen, schlafe ich in Burg. Und dann treffen wir uns am nächsten Morgen frisch und frei wieder vor den Stadttoren. Da ist wieder der Händler. Der grutschert hier immer mal rum. Beziehungsweise, ich kann ja eigentlich... Nee, dann machen wir anders. Ich werde dann hier einfach schlafen. Ich werde hier was mal... Was kann ich für dich tun? Krempelkram bei dir verkaufen. So. Metallschrott kriegst du. Ja, viel mehr war das jetzt aber auch nicht. Das soll darüber. Das soll gar nicht in dem Dings sein. Da kann ich nochmal Lappen herstellen. Das kannst du auch nochmal haben. So, das andere behalten wir noch. Ja, obwohl, nee, dann können wir, nee, wir laufen jetzt mal eben zur Stadt und werden der Alchemistin schon mal den Kaltstein bringen, weil da können wir ja auf jeden Fall schon mal 100 Tacken verdienen. Und dann kann ich in Berg schlafen. Da brauche ich dann nämlich nicht Wache schieben. Wir müssen ja jetzt hier nicht durchs Dunkel krutschern. Ne, ich kann aber keine Feinde hier ausmachen. Sieht ganz gut aus. Da ist noch ein Pilz, den können wir auch nochmal mitnehmen. Wollpilz. Ja, und so müssen wir uns hier nach und nach ein bisschen vortasten hier im Endmerker Wald. Also dieser Kartenabschnitt, sagte ich ja schon in der letzten Episode, der ist ein bisschen heftiger als der in Sierzo. Aber wir haben ins Jahr so natürlich auch gerade mal an der Oberfläche gekratzt, ne? Also auf der Halbinsel. Holen wir uns doch mal unsere Belohnung ab. Dann könnte ich eigentlich auch schon, ich habe jetzt ja Mana-Stein, das heißt, ich kann auf jeden Fall einmal Geistfirnis produzieren. Wie kann ich dir helfen? Lass uns mal reden. Das hast du dir verdient. Dankeschön. 50 Silber, 2 Trank des Wettertrotzens. Sehr schön. Sehr gut. Ich will aber nochmal mit dir reden. Wie kann ich dir helfen? Ja, zeig doch mal. Hast du... Nee. Du hast jetzt nicht durch, du hättest noch einen Mana-Stein. Wie viele Geisteraugen habe ich? Einmal, nö, dann ist es Quatsch. Okay, gut. Aber dann gehe ich mal an meine Kochstelle. Und dann können wir nämlich Geistfirnis herstellen. Mit Wein, Mana-Stein und Geisterauge. Haben wir hier dieses ätherische Element, was man auf die Nahkampfwaffe übertragen kann. Und damit kann man eben halt gegen Geister effektiv kämpfen. So, dann haue ich mir mal nicht direkt hier an der Feuerstelle, aber ich haue mich hier mal hin
damit wir einfach wieder bei Tageslicht unterwegs sind. So. Außerdem die Ausdauer wird ja dann auch wieder hochgepowert. Ja, wir müssen ja hier nicht bei Nacht und Nebel durch die Gegend eiern. Jetzt können wir auch gleich mal unsere Sachen reparieren. Und dann sind wir wieder fit für eine neue Runde. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Mal einmal gucken, was mein Geldbestand sagt. Den nehmen wir natürlich erstmal wieder mit. Das können wir auch einsammeln. Jetzt habe ich natürlich lauter Lebensmittel hier. Ich habe aber keinen Kochtopf, ich werde das mal verkaufen, das Zeugs. Bevor das in der Tasche gammelt. Willst du was kaufen? Können wir das ja lieber zu Geld umwandeln. So, das brauchen wir noch. Ja, das ist fast verdorben, raus damit. Der ist auch fast verdorben. Den kannst du auch haben. Ja, dann nimmst du jetzt auch noch mal einen Metallschrott. Seetang verdirbt nicht. Das kannst du nehmen. 2 Kieskäfer haben wir. Gut, dann können wir auf jeden Fall noch mal wieder Lebenstränke können wir basteln. Die würde ich kochen wollen, die Dinger. Dann brauche ich auf jeden Fall noch mal eine Feuerstelle. Ja, das machen wir jetzt aber erstmal so. Wo ist hier der nächste Baum? Da. So, einmal Feuerstelle klöppeln. Ich mir hier mal eine Kochecke hin. Dann wird der Alchemistin schön warm. Einmal die Dinger hier kochen. So. Wie viel Eimer Stoff habe ich noch? Ja, dann mache ich noch einen Quatsch. Das kann man ja auch so machen, egal. So. Ach nee, Giftlappen. Das ist gut. Trinken. Was war das denn? Falsche Taste hier. So. Das Trinken auch gleich noch mal wieder auffüllen. Wieso habe ich eigentlich Holz im Gepäck? Was soll denn der Blödsinn? Wie kann ich dir helfen? Kaufst du mein Holz? Nee, kaufst du nicht. Gut, dann schmeiße ich das hier irgendwo in die Ecke. So. Nee, das will ich nicht in die Tasche verschieben, das will ich abwerfen. Ja. So. Und noch irgendwas? Ja, wir können ja hier auf jeden Fall noch mal einmal dann den Lebenstrank klöppeln. Ich habe das hier immer so. Können wir 6-mal von machen, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja, nun sind wir wieder überladen. Hier füllen wir aber trotzdem noch mal Wasser auf. So, dann können wir ihr ja mal ein bisschen was verkaufen von unseren ganzen Tränken. Wie kann ich dir helfen? Weil 14 Dinger brauchen wir jetzt nicht. Also ich werde erstmal ein bisschen... ich werde ihr mal ein paar verkaufen. 6 Stück. Gibt immerhin 48 Taler. So, was kannst du noch haben? Davon brauchen wir jetzt auch nicht so viele. 4-mal verkaufen. Ja, der ist natürlich
Ausdauertrank habe ich aber ziemlich viel. Dann werde ich mal 2 Stück verkaufen. Das wiegt ja alles, das Zeugs, ne? Den brauchen wir eigentlich noch nicht. Den können wir auch erstmal raushauen. Die kriegst du. Verbände können wir dir auch nochmal. Ja, machen wir mal so. Das ist alles Zusatzgewicht. Ja, komm. Kopal. So, 140. Das ist ja nicht schlecht. Dann gib uns doch gleich mal so einen Barren. Einen. Jo. Alles gut. Wie viel? Hä? Ne, noch einen Barren kaufen. Wie kann ich dir helfen? Ja, gib mal gleich noch einen her. Hab ich ja falsch geguckt. Zack. So, dann haben wir schon 300 Taler. 300 und ein paar zerquetschte. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Gewicht. Soweit alles ganz super. Ja. Ja, würde ich sagen, wir sind wieder bereit für eine neue Runde Endmärkerwald. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wie das mit der Episodenlänge ist. Ich vermute aber mal, wir sind schon drüber. Von daher würde ich sagen, dass wir uns dann in der nächsten Episode wieder im Endmärkerwald treffen. Und ja, gucken, was wir alles so ergattern. Also für einen Riesen sind wir definitiv noch nicht fit genug, aber es gibt ja auch noch eine ganze Reihe anderer Feinde und Dinge zu entdecken im Endmärkerwald. Und das würden wir jetzt so in den nächsten Episoden einfach machen. Wir durchstreifen den Wald, sammeln, was es zu sammeln gilt und gucken, dass wir schnellstmöglich das Geld zusammenkriegen für diese Bogenfähigkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es definitiv trotz einiger Pannen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, sage danke fürs Zuschauen und tschüss.